Wir würden an dieser Stelle direkt mit dem nächsten Punkt weitermachen. Wir haben nämlich ein Eröffnungsgespräch, auf das wir uns sehr freuen. Und dazu lade ich drei Personen auf die Bühne. Einmal Monika Stachowiak-Holler. Herzlich willkommen. Monika Holler ist Dozentin für DAZ, im Programm. Genau, Sie können sich gerne hier hinsetzen. Dann haben wir Christian Steiner, Direktor der VHS, in Steglitz-Zehlendorf. Herzlich willkommen, Herr Steiner. Und Dr. Bettina Waffner, kommissarische Leitung des Servicezentrums der Berliner VHS. Herzlich willkommen, Frau Dr. Waffner. Sehr gerne. Und ich setze mich hier einfach an Ihre rechte Seite und freue mich sehr auf dieses Gespräch. Und würde Sie, Frau Waffner, direkt einmal fragen. Die Frage, die wir an Sie haben, ist: Welche Rolle spielen Volkshochschule als starke Akteure der Erwachsenenbildung für die drängendsten Fragen unserer Zeit, von Frieden über Demokratie und gesellschaftlicher Spaltung, sowie eine Digitalisierung, die gut ist für Menschen und Umwelt? Und wir freuen uns da sehr auf einen kleinen Impuls von Ihnen. Ja, herzlichen Dank und guten Morgen hier in den Saal. Als ich die Frage gelesen habe, ich habe die ja tatsächlich vorher bekommen, habe ich gedacht, oh je, wie kann ich jetzt ein kurzes Statement geben für diese drängendsten Fragen unserer Zeit, die ja eigentlich gar nicht nur unsere Zeit betreffen, sondern tatsächlich eigentlich zu jeder Zeit die drängenden Fragen sind. Ich habe mir deswegen was aufgeschrieben, weil ich dachte, das kriege ich sonst nicht hier gut berichtet. Erst einmal, Volkshochschulen stehen ja seit über 100 Jahren jetzt schon für ein Versprechen. Und das Versprechen ist, die Menschen zu begleiten, tatsächlich in gesellschaftlichen Umbrüchen. Und heute befinden wir uns eben erneut in so einem unglaublich tiefgreifenden Umbruch, nämlich hin zur digitalen Welt. Wir stehen also vor der Herausforderung, dass wir diese Welt auch gestalten müssen. Wir haben eben schon von Fehler gehört und gesprochen, also Fehlerkultur auch sich verändern und so weiter. Und wie schaffen wir es, da wirklich alle Menschen mitzunehmen und Teilhabe zu schaffen? Die Volkshochschulen stehen eben mit ihrem Bildungsangebot genau dafür. Sie haben unglaublich viele Kurse mit vielen Themen und schaffen da Begegnungsräume und eine Vielfalt von Perspektiven und Interessen, die man da zusammenbringt. Sie stehen allen Menschen offen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Nationalität, Alter oder auch sozialem Status. Und sie befinden sich natürlich mit den über 800 Lehrstätten, die wir hier in Berlin haben, überall in Berlin und ganz wohnortnah. Und das muss ich ja eigentlich hier in dieser Runde gar nicht sagen, das wissen wir alle, hier in dieser VHS-Familie. Ich finde den Begriff wirklich ganz wunderbar, der hat sich ja irgendwie etabliert. Aber ich glaube, wir müssen es uns trotzdem manchmal auch wieder bewusst machen, dass wir im Vergleich zu den anderen Bildungssektoren, Schule, Hochschule, berufliche, betriebliche Bildung und so weiter, dass wir im Grunde viel mehr Menschen über einen viel längeren Zeitraum hin begleiten und erreichen können. Also von den jugendlichen 16-Jährigen hin zu dem hohen Seniorenalter. Und ich glaube, da können wir tatsächlich die grundlegenden Werte unserer Arbeit bis weit in die Stadtgesellschaft hineintragen. Und das sind eben Bildung für alle, Teilhabe ermöglichen, demokratischen Werten verpflichtet sein, politisch und weltanschaulich unabhängig zu sein, ist manchmal nicht so einfach. Offenheit und Respekt vor Menschen verschiedener Kulturen zu haben. Und Joachim Gauck, der sagte einmal, die Volkshochschule ist sozusagen die Werkstätte der Demokratie. Und das finde ich wirklich einen wunderbaren Satzteil. Warum ist das so? Also, wir schaffen Begegnungsräume, die einen respektvollen Austausch ermöglichen. Und in der VHS kommt eine Vielfalt an unterschiedlichen Interessen und Perspektiven zusammen. Und das können wir schaffen, weil wir mit
250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 12 Volkshochschulen und mit dem Servicezentrum einen genauen Blick darauf haben, wie wir das Versprechen einlösen können, Bildung für alle und Teilhabe ermöglichen. Und wir schaffen das mit den über 4000 freiberuflichen Kursleitenden, die eine unglaubliche Bandbreite an Themen und Formaten abdecken. Also und genau diese Vielfalt garantiert uns eigentlich, dass aktuelle gesellschaftliche, technologische und politische Entwicklungen thematisiert werden. Und zwar in einem respektvollen Miteinander. Und hier kommt ein weiterer Aspekt unserer Arbeit oder ein Grundsatz unserer Arbeit. Es gibt nämlich nicht verhandelbare Grundsätze. Und wie etwa dieser Respekt. Caroline Emke hat einmal gesagt, Respekt ist zumutbar, immer. Und ich finde, an so einer Stelle bietet VHS auch Orientierung. Wir haben nicht verhandelbare Grundsätze. Und die Bedeutung eines solchen Ortes, einer Bildungseinrichtung wie die VHS, die ist eben nicht zu unterschätzen. Volkshochschularbeit muss umso stärker unterstützt werden, je mehr wir uns in so einer durchaus ja auch verunsichernden Veränderung befinden. Und dazu muss sich Volkshochschule vor Ort und digital zukunftsfähig aufstellen. Dazu braucht es Räume, physisch und digital. Und dazu braucht es Personal und Engagement. Und für jede einzelne Volkshochschule ist das ein grundlegender und ganz umfangreicher Prozess, der sozusagen in alle Bereiche der Arbeit hineingreift. Und für die Bildungslandschaft in Berlin bedeutet es, dass die Erwachsenenbildung einen angemessenen Stellenwert neben Schule, Hochschule und beruflicher Bildung braucht. Und ich freue mich also persönlich auch, dass ich genau zu dieser Zeit hier in Berlin daran mitwirken kann, dass wir heute mit der Digitale 2023 eine Veranstaltung haben, in der wir eben Digitalisierung als technologische vernetzte Kommunikation verstehen. Wir können Kommunikationsräume erweitern um die digitalen Möglichkeiten und gleichzeitig eine wichtige und verlässliche Anbindung für Menschen an einen physischen Ort bleiben. Und dieser Transformationsprozess braucht Kraft, Mut, Zeit und das, was wir heute hier miteinander tun, nämlich es ist ein Miteinander. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Waffner. Tatsächlich können wir das Mikro direkt weiterreichen an Frau Monika Holler, denn an Sie galt die Frage, wir leben in Zeiten, in denen wir eine starke postmigrantische Stadtgesellschaft sehen, erleben, brauchen. Wie können digitale Angebote hier denn noch besser unterstützen, etwa im Bereich Sprachenlernen? Bin ich jetzt zu hören? Ja. Ja, ich habe hier auch so einen Spickzettel, weil ich die Frage auch bekommen habe, so allgemein. Ich dachte auch erstmal an ein Statement. Und ich würde das dann doch ein bisschen erstmal ausweiten, nicht nur auf Sprachen, obwohl Sprache ist dann die kulturelle Identität der Menschen. Und ich glaube, ohne Sprache können wir nicht kommunizieren. Und das ist extrem wichtig, die Sprache hier gerade im Zielland Deutschland zu lernen. Und wir haben extrem viele Angebote, auch sogenannte Integrationskurse, die schon seit 2005 laufen. Und wir haben sehr, sehr viele Teilnehmende. Und innerhalb der letzten drei Jahren hat sich extrem alles verändert, auch was Sprachenlernen betrifft, durch die digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Ich weiß, keiner kann mehr das Wort Corona hören, aber ich glaube, das hat alles sehr, sehr beschleunigt und es sind einfach, das Lernen hat sich verändert und sowohl in Sprachenlernen, aber auch insgesamt. Also das ist mehr selbstorganisierter, individueller, ist informeller geworden, auch vernetzter. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf flexible Angebote und Lerninhalte. Und das Tolle ist, dass die Volkshochschulen die
super Angebote in Richtung zum Beispiel digitales Lernen in digitalen Räumen, also wie zum Beispiel VHS Cloud, die anfangs so ein bisschen schwer angenommen wurde, weil man, wir als Kursleitung, ich bin Kursleiterin für DATS, da haben wir ein bisschen Angst davor. Also wir haben meistens wenig Erfahrung gehabt und plötzlich sind wir sowas von ins kalte Wasser gesprungen oder geworfen, würde ich sagen, dass wir uns dann sehr viele Gedanken machen mussten. Manchmal mit viel Unterstützung seitens unserer VHS, manchmal mussten wir dann alleine so Wege finden. Und dadurch hat sich aber in den drei Jahren, hat sich das schon verändert, die ganze Landschaft. Also es werden deutlich mehr flexible Angebote und Lerninhalte zur Verfügung gestellt, was Deutschkurse betrifft zum Beispiel. Es gibt Möglichkeit auch Online-Lernen in Blended Learning-Szenarien. Es gibt auch hybride Veranstaltungen. Man kann auch einfach mobil lernen, Deutsch nebenan. Es gibt das tolle VHS-Lernportal, was jedem zugänglich ist. Und das ist wichtig, dass diese Angebote ausgeweitet werden. Und das andere, was ich denke, wir müssen auch Schulungen machen für Kursleitungen. Also es wäre toll, wenn die VHS, also wir geben den Input, die Kursleitungen, und sagen, okay, wir möchten in diese Richtung uns fortbilden. Also digitale Werkzeuge, also was die Technik betrifft, haben wir das schon alles. Aber jetzt nach dem Hype zum Beispiel mit KI sind wir dann in der Realität gelandet und sagen, okay, also wie nutze ich diese Tools? Wie setze ich die ein, wie kann ich dann den Teilnehmenden einfach dabei helfen, selbstorganisiert zu lernen. Also selbstorganisiert lernen bzw. Lernautonomie heißt nicht, ich bin auf mich alleine gestellt. Und da brauchen wir auch neue Formate und auch Unterstützung seitens der Volkshochschulen. Sowohl, also viele Fortbildungen, glaube ich, das ist die zur Ausbildung der kritischen Medienkompetenz auch, damit wir als Kursleitung wissen, wie wir damit umgehen mit den neuen Technologien. KI ist heute auch ein Thema. Und das andere ist, dass die Teilnehmer auch diese mediale Kompetenz erfahren. Und vielleicht, also jetzt würde ich dann kurz Schluss machen, weil vielleicht ergibt sich das im Gespräch noch weitere. Ja, vielen Dank, Frau Holler. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, es hört sich so an, als wenn wir schon auf einem sehr guten Wege sind, aber es noch an der einen oder anderen Stelle geschraubt werden müsste. Ich freue mich total, dass Sie, Herr Steiner, heute auch dieser Veranstaltung beiwohnen und uns vielleicht einen Einblick geben, warum es wichtig ist, dass Volkshochschulen eine Strategie für digitale Erwachsenenbildung entwickeln, dabei aber auch digitale Kompetenzen und Mündigkeit stärken. Ja, auch nochmal ein schönes guten Morgen von meiner Seite. Es klang jetzt schon ein bisschen an, was wir auf dem Weg alles geleistet haben. Und die Antwort auf der Frage ist im Prinzip schon gegeben, ob wir eine Digitalisierungsstrategie brauchen, beziehungsweise welche Form von Digitalisierungsstrategie brauchen wir. Mit dem Rückblick in die Vergangenheit, glaube ich, können wir dahingehend ganz stolz auf uns sein, dass wir die digital gestützten Lehr- und Lernformate in der Corona-Zeit relativ gut gewuppt haben, bei aller Mühsal, die damit einhergegangen ist. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber wir haben das deswegen so vergleichsweise gut leisten können, mit der Hilfe und Beteiligung aller Personen, die hier im Raum sind oder im VHS-Kosmos, in der VHS-Familie unterwegs gewesen sind, weil wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben. Also Stichwort erweiterte Lernwelten, Strategiepapier 1.0. Wir haben uns überlegt, was wollen wir, warum wollen wir das, wie wollen wir das, mit wem wollen wir das. Wir haben Handlungsfelder identifiziert, in denen wir dann aktiv geworden sind und vieles auf den Weg und in die Spur gebracht haben. Da ist immer noch Luft nach oben, aber dass wir zum Zeitpunkt der Pandemie all dieses schon geleistet hatten,
hat es uns ermöglicht, so vergleichsweise gut im Kontext der Lehr- und Lernangebote zu agieren. Und die Antwort mit dem Blick in die Zukunft, brauchen wir eine Strategie, ist jetzt erst recht, weiterhin brauchen wir eine Strategie. Es klang an, das Stichwort AI, und darauf würde ich kurz abheben wollen. Mal ganz konkret zweieinhalb Beispiele. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht daran, vor einiger Zeit ist durch die sozialen Medien ein Foto von Papst Franziskus gegeistert, in einem ziemlich schicken, glanzweißen, trendy, abgesteppten Wintermantel. Und ich hatte dieses Foto auch gesehen und wusste noch gar nicht, worum es geht. Und ich dachte mir auf den ersten Blick, wo ist er wieder hingefahren, dass es da so kalt ist und er diesen Mantel braucht? Mein zweiter Gedanke war gewesen, hat vielleicht der Stabschef nicht aufgepasst beim Dresscode? Und mein dritter Gedanke ist gewesen, na, vielleicht wird der Heilige Vater auch immer komischer. Aber nichts dergleichen, nichts dergleichen. Das war ein astreiner Deepfake. Und ich kann jetzt nur von mir sprechen, beim ersten Mal gucken, beim zweiten Mal gucken, hätte ich meine Hand nicht dafür ins Feuer gelegt, dass hier mit AI gearbeitet worden war. Anderes Beispiel. Das Sommerprogramm der Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf 2022, also das letzte Sommerprogramm, hat ein Intro und da gibt es einen allgemeinen Teil. Erwachsenenbildung, wieso, weshalb, warum und dergleichen mehr. Diesen ersten Teil hat ChatGPT geschrieben. Das ist niemandem aufgefallen. Gut, jetzt haben wir wahrscheinlich auch nicht so ein paar hunderttausend Follower wie andere Player in dem Kontext. Aber das hat sich nahtlos in den weiteren Text eingereiht. Und das illustriert, glaube ich, ganz gut, was die besonderen Herausforderungen im Umgang mit dieser neuen Technologie sind. Sie ist ubiquitär, sie ist immer und überall mittlerweile schon. Sie hat eine ungeheure Durchdringungstiefe und sie ist verdammt rasant. Und wenn wir jetzt weiter bei der Musik sein wollen, heißt das natürlich, dass wir unsere strategischen Überlegungen dementsprechend auch anpassen. Machen wir das nicht, würden wir in kurz oder lang am Nasenring der künstlichen Intelligenz durch die Arena geführt werden und würden es zum Teil vielleicht gar nicht merken. Das ist genau das Gegenteil von meiner Vorstellung, wohin Volkshochschule sich entwickeln soll. Wir müssen in all unseren Partikeln, nach innen wie nach außen, müssen wir fähig sein, mit den Geschmacksformen, mit den Erscheinungsformen, mit den Einsatzmöglichkeiten und auch, warum wird AI an bestimmten Stellen eingesetzt. Damit müssen wir umgehen. Und diese Erkenntnis ist für uns als Mitarbeitende wichtig. Dieses Learning ist für die Kursleitenden natürlich hochrelevant. Und wir machen ja jetzt nicht Volkshochschule, damit Mitarbeiter und Kursleiter allein was Schönes zu tun haben, sondern wir machen das ja, Teilhabe ermöglichen, für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen. Und in dem Sinne halte ich es für weiter elementar wichtig, dass wir uns Gedanken machen zu den Digitalisierungsprozessen und wie wir das als kontinuierlichen Organisationsentwicklungsprozess in unserer Einrichtung bewegen, mit allen Stakeholdern gemeinsam im Sinne unseres Leitbilds. Vielen Dank. Ja, das waren sehr einsichtsreiche Impulse und die Zeit schreitet relativ schnell voran. Deswegen bleibt uns gar nicht so viel Zeit für eine Diskussion, aber trotzdem habe ich eine Frage an Sie alle, nämlich was wünschen Sie uns allen hier für den heutigen Tag? Was möchten Sie uns mitgeben? Sehr gerne, Sie haben das Mikro in der Hand, Herr Steiner, Sie dürfen direkt. Ich wünsche uns, also natürlich einen tollen Tag, aber das ist noch ein bisschen sehr allgemein, global, galaktisch. Ich wünsche uns einen Tag, wo wir tolle Fehler machen, aus denen wir viel lernen. Ich glaube,
dieser Gedanke, Sie hatten den angesprochen, und ich kenne das so ein bisschen aus dem US-amerikanischen Kontext, da heißt es immer, if you fail, fail big. Also mach Fehler, fall auf die und steh aber auf und nimm mit, was du durch den Sturz gelernt hast und mach dann den nächsten Schritt entsprechend stärker, besser, schneller, sicherer. Und ich glaube, den Mut dürfen wir alle für uns heute den ganzen Tag in Anspruch nehmen und umsetzen. Ja, danke. Frau Holler, was wünschen Sie uns alle für den heutigen Tag? Was geben Sie uns mit? Also ich wünsche mir einen, also das würde ich gerne wissen von Ihnen. Also ich wünsche mir einen tollen Austausch, dass wir wirklich ins Gespräch zusammenkommen und wünsche Ihnen, euch und mir, dass wir wirklich mit tollen Ideen den Tag abschließen und sagen, okay, jetzt erst recht. Danke. Danke auch. Frau Dr. Waffner, die gleiche Frage an Sie. Ich schließe mich natürlich an, aber was ich mir auch wünsche, ist, dass wir einfach eine gute Atmosphäre haben, also es schön ist, miteinander hier an diesen Themen zu arbeiten, weil ich glaube, all das, was wir in den Volkshochschulen erleben und in unserer täglichen Arbeit, ist verdammt schwer und verunsichert häufig. Man fühlt sich auch nicht selten alleine. Und ich glaube, hier das mal aufzulösen mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer Freude und einer guten Atmosphäre, das würde ich mir wünschen. Super, vielen Dank. Ja, das sind doch ganz tolle Ausblicke in den heutigen Tag. Und an dieser Stelle freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen durften, dass wir Ihnen kurz lauschen konnten. Und das geht sicherlich gleich auch noch in den Pausen an den verschiedenen Städten auch weiter. Aber herzlichen Dank an dieser Stelle. Erstmal. Danke.